Ja, hallo. Die Wissenschaft hat einen Durchbruch gemacht, und zwar mit Stammzellen. Und Stammzellen sind natürlich nicht das, was aus dem männlichen Stamm herauskommt, sondern sind Zellen, mit denen man so einiges machen kann und seit kurzem auch künstliche Embryonen. Haben wir Angst vor den Klonen? I'm your clone. Who are you? My clone. And who am I? You're not you. Entschuldige, deine Zugkette, ich bin ausgestiegen, wie du vom Stamm zum Erzählen angefangen hast. Aber ja, schauen wir uns den Bericht an. Vielleicht lernen wir ja daraus was. Erstmals haben Wissenschaftler in Großbritannien jetzt offenbar künstliche Embryonen hergestellt. Verwendet haben sie dafür menschliche Stammzellen. Während die Wissenschaftler selbst jubeln, sind ihre Versuche höchst umstritten. Frühes menschenähnliches Leben, hergestellt in einer einfachen Petrischale. Mit diesem Forschungserfolg lassen zuletzt Wissenschaftler in Großbritannien aufhorchen. Sie sollen im Labor künstliche Embryonen geschaffen haben, nur mit Hilfe von menschlichen Stammzellen. Das Projekt sorgt seitdem weltweit für Aufsehen, auch in Österreich. Hier ist das Forschen an Embryonen nämlich bislang verboten. Aber zu verstehen, wie das Leben beginnt und vor allem was da schieflaufen kann, ist ein ganz enormes Interesse in der Medizin und in der Biologie. Und daher ist es wichtig, Modelle zu entwickeln, wie man das studieren kann. 2 Wochen haben die embryoähnlichen Strukturen im Labor durchlaufen. Die Forscher wollten so herausfinden, was in den ersten Tagen einer Schwangerschaft passiert. Das Projekt soll auch Erkenntnisse liefern, warum es zu Fehlgeburten und genetischen Störungen kommen kann. Ein schlagendes Herz oder ein Gehirn hatten die embryoähnlichen Formen noch nicht entwickelt. Dennoch löst das Experiment auch ethische und moralische Bedenken aus, denn die Forschung an frühen Embryonen ist stark umstritten, etwa in der Kirche. Es darf nicht sein, dass menschliche Embryonen etwa zu medizinischen oder zu ökonomischen Zwecken hergestellt werden. Und es muss ebenfalls sehr genau kontrolliert werden, in welche Richtung soll ein solches Experiment gehen. So befürchten Kritiker, dass menschliches Leben künftig auch ohne Befruchtung geschaffen werden kann. Von solchen Ideen oder gar echten Klonen sei man aber weit entfernt, beruhigt der Wissenschaftler. Es geht, glaube ich, darum, dass man ganz klar die Grenze setzen muss, dass solche embryonenähnliche Strukturen sich nicht zu einem menschlichen Leben entwickeln können und dass das auch gar nicht das Ziel dieser Forschung ist. Also es geht überhaupt nicht darum, hier Schwangerschaften auslösen zu wollen oder was auch immer, und das könnten die auch gar nicht. Gerade die, die jetzt veröffentlicht worden sind, haben auch gar nicht die Fähigkeiten, das zu tun. Das britische Forscherteam steht mit seinem Projekt jedenfalls nicht alleine da. Auch Wissenschaftler aus Israel und China haben bereits mit künstlichen Embryonen experimentiert. Eieiei, ei, ei. Was tun wir da, ha? Kommen die Klone, kommen sie nicht? Gruselig, gruselig. Bissl. Ein bisschen. Ja, erstens ganz kurz, schön ist hinten diese Fehlermeldung, die da am Bildschirm hat, weißt? Das ist immer ein gutes Zeichen. Hab ich gleich ein Vertrauen? Das ist immer ein gutes Zeichen, da weiß man so, ja passt. Die sind noch weit weg davon entfernt, dass irgendwas passiert, weil da sowieso, die fahren da mit Computern. Ja, das sind alles NASA-Computer. Ja, Bluescreen-Computer. Ja. Aber ja, interessant. Erstens finde ich mal interessant, warum das in Österreich verboten ist. Hast du verstanden? Es ist verboten! Verboten! Naja, Stammzellenforschung ist in Österreich verboten, aber... Oder das Forschen an Embryonen. Na gut, das ist ja sowieso jetzt das nächste Thema, weil was machen die da? Die haben jetzt aus irgendwas, also die haben jetzt irgendwie hinkriegt, dass aus Stammzellen, was übrigens ja Zellen sind, wo man, glaube ich, das sind so diese... Dieser Grundbaustein von uns, da kann man quasi, aus dem kann man alles, glaube ich, machen. Naja, genau. Kann man also, machen, Auge, alles. Ich kenne mich da auch nicht so genau aus. Nur, ja, das sind Zellen, die keine eigene Information haben und dann eben jede Zelle werden können. Was, die hat man, glaube ich, immer im Körper, die reparieren irgendwelche Zellen und bla bla bla. Stammzellen, wie die dort in der Abbildung, sind gering oder noch gar nicht spezialisierte Zellen im Körper. Sie können also noch zu anderen Zellen werden. Zum Beispiel sind sie die Mutterzellen aller Blutzellen und somit für die Blutbildung zuständig. Die Zellen teilen sich und reifen dann über verschiedene Vorstufen zu spezialisierten Blutzelltypen heran. Und aus dem kann man jetzt was machen? Weil es sind 2 Begriffe vorkommen. Einmal embryoähnlich, ja. 2 Wochen haben die embryoähnlichen Strukturen im Labor durchlaufen. Und einmal künstliche Embryonen. Sie sollen im Labor künstliche Embryonen geschaffen haben. Also wenn's, was, also wird das dann ein Mensch, wenn man das wachsen lässt? Wo muss man das wachsen lassen? Das sind die Fragen, die da nicht beantwortet werden, weil es ja natürlich darum geht, dass man Menschen hilft, weißt?
Und so wie der Herr sagt, da der Herr Mediziner eher glaubt, dass das nichts Schlimmes ist. Ja. Es geht, glaube ich, darum, dass man ganz klar die Grenze setzen muss, dass solche embryonenähnliche Strukturen sich nicht zu einem menschlichen Leben entwickeln können und dass das auch gar nicht das Ziel dieser Forschung ist. Und ist interessanterweise, was Interesse der Medizin ist vorkommen. Und da ist die Frage, was ist Interesse der Medizin? Was? Ich brauche mir nur das Vorteil anschauen. Die Folgen werden furchtbar sein. Ist es, Menschen zu helfen oder ist es, sau viel Kohle zu verdienen? Und wie kann man mit sowas sau viel Kohle verdienen? Das ist das, wo ich nachdenke drüber, wenn ich solche Sachen höre. Wir haben halt jetzt dieses Ding, wo man sagt, okay, da kommt jetzt ein Wissenschaftler, der sagt, mit dem, was jetzt veröffentlicht wurde, kann man das theoretisch nicht machen, auch kein Herz und kein Gehirn. Ganz wichtig finde ich natürlich auch, dass wir die wichtigste Instanz in der Stammzellenforschung auch nochmal vor die Kamera ziehen, und zwar die Kirche. Das habe ich mir auch gedacht, haben sie keinen anderen zum Befragen, um moralische Fragen zu beantworten? Naja, da holst du den Pfaffen einer. Glauben Sie an Wunder? Also ich glaube an Wunder, zum Beispiel daran, dass ich jetzt vor einiger Zeit einen Jungen getauft und gefirmt habe. Wie gesagt, Religion und Wissenschaft, die haben jetzt nicht immer ein gutes Verhältnis gehabt, grundsätzlich. Aber wenn es um das baldige menschliche Leben geht, dann kann man natürlich jemanden mit seinem weißen Kragen vor die Kamera ziehen und den dann sagen lassen, dass er sich nicht sicher ist. Und ich denke mir so, Harvey, es ist mir ja wurscht, was die Kirchen über das ganze Thema denkt. Die Kirche ist in dem Zusammenhang... Was, die Kirche ist der moralische Anker unseres Lebens, bitte? Nein, wie gesagt, die Kirche hat für mich einen ähnlichen Status wie die Pharmaindustrie. Ist halt einfach ein Konzern, der halt einfach mit gewissen Sachen Geld verdient, gell? Für alle Gläubigen da draußen, nehmt man das jetzt bitte nicht übel, aber ich bin, kein Fan der katholischen Kirche. Du hast nicht den Glauben kritisiert, du hast die Institution kritisiert. Das stimmt. Und was der so ein Club von alten Männern, die da Geheimnis grämen und was nicht irgendwelche Kultsachen in der Gegend umherum tragen, darf man unsympathisch finden, gell? Ja, wie gesagt. Unheimlich. Männern in Frauenkleidern, die ihren eigenen Staat haben und die sich da gegenseitig sie irgendwelche teuren Schmuck umhängen und davon sprechen, dass sie die moralische Instanz oder was der nächstbeste Verwandte von Gott sind. Da bin ich halt einfach etwas skeptisch, aber das wird mir wahrscheinlich erlaubt sein. Wie gesagt, natürlich können die da jetzt keinen Menschen auserzüchten. Warum nicht? Ja, weil... Weil kein Herz und kein Hirn, ja, aber vielleicht haben sie es nur nicht so lange wachsen lassen. Wissenschaftler haben es geschafft, aus Stammzellen Mini-Gehirne entwickeln zu lassen. Und die haben auch schon Hirnsignale gezeigt, wie Embryonen. Aber meinst du, diese Mini-Hirne können wirklich denken? Und wenn ja, kann man daran forschen? Oder ist es ethisch nicht vertretbar? Was? Weil wann ist es nämlich ethisch verboten oder generell verboten, ein Embryo umzubringen? Weißt, irgendwann lebt es und irgendwann bringst du es um. Ja? Aber solange es nur ein Zellhaufen ist, sagt man, dass es kein Mensch ist, deswegen ist es kein Mord. Aber unmoralisch ist es auf jeden Fall, finde ich, wenn du sowas machst. Und wenn man das dann weiterdenkt, machen wir ein Gedankenspiel. Ja. Was kann man daraus machen? Weißt, für mich ist das auch entweder Züchter bei den Übermenschen oder den Untermenschen. Kommt drauf an, wie sich die Politik in die nächsten paar Jahre hinentwickelt. Aber stell dir vor, Soldaten! Militärforscher in China haben erfolgreich ein Gen von einem Tardigraden in menschliche embryonale Stammzellen eingesetzt. Diese genetische Modifikation hat die Fähigkeit der Zelle, Strahlung zu widerstehen, erheblich verbessert und könnte möglicherweise den Weg für die Schaffung von extrem widerstandsfähigen Soldaten ebnen, die in der Lage sind, nukleare Angriffe zu überleben. Soldaten, die halt, es heißt ja embryoähnlich, dann sagt man halt menschenähnliche Wesen, die für uns in den Krieg gehen oder irgendwo in der Fabrik arbeiten oder so, oder was. Oder, und das ist das, wo ich glaube, was Sklaven haben die Menschen einfach schon immer gern gehabt. Ja, aber ich glaube, dass es weniger auf diese Schiene laufen wird, sondern ich glaube eher, dass es so, dass die Wissenschaft oder halt auch die Pharmaindustrie oder die Medizin eher an einem Ersatzteillager arbeitet, als an einem tatsächlichen B-Ware.
Es ist wirklich extrem heftig, aber es gilt als Durchbruch in der Embryonalforschung. Wissenschaftler haben im Labor erstmals ein Mischwesen aus Affe und Mensch erschaffen. Ja, du hast richtig gehört, ein Mischwesen aus Affe und Mensch. Dafür entnahmen sie einigen Affen ihre Embryonen und injizierten ihnen sogenannte erweiterte pluripotente Stammzellen. Diese können sich nämlich zu jeder beliebigen Zelle entwickeln. Anschließend schaute man, wie diese genetisch unterschiedlichen Zellen miteinander kommunizierten und verglich das dann mit dem Verhalten genetisch reiner Embryos. Von den 132 Affe-Menschwesen, welche das Forscherteam schuf, lebten nach 10 Tagen noch 103 und nach 19 Tagen nur noch 3. Ziel dieser Forschung ist es, menschliche Organe in einem Tier heranwachsen zu lassen, um den vielen kranken Menschen, die so dringend auf ein Spenderorgan warten, endlich zu helfen. Ich denke immer, ich meine, man unterstellt mir ja Zahlenaffinität, aber ich denke immer daran, mit was kann man Geld verdienen, wer will Geld verdienen, wo sind jetzt noch Marktlücken und wo sind jetzt auch Sachen vielleicht in den Medien gewesen, wo Leute irgendwie mit menschlichen Ersatzteilen Geld verdient haben. Und ich glaube, dass das in die Richtung geht. Ja, Ersatzteile. Kein Herz, kein Hirn hast nicht das, keine Haut oder keine Augen oder was auch immer. Ich weiß nicht, ob wir das richtig verstanden haben mit dem Herz, kein Hirn. Ich denke, die haben den Versuch vorher abgebrochen, bevor der Embryo ein Herz oder ein Hirn entwickelt hat. Ein schlagendes Herz oder ein Gehirn hatten die embryoähnlichen Formen noch nicht entwickelt. Und ich glaube, dass es eben nicht so ist, weil wenn man tatsächlich einen künstlichen Embryo erschaffen kann, ja, ohne Eizelle und ohne Spermium, ja, dann weiß ich nicht, ob das überhaupt ein gesamtheitliches Leben werden kann. Das weiß ich nicht. Naja, was ist embryoähnlich? Ja, embryoähnlich. Aber was der? Einmal embryoähnlich und einmal künstliche Embryos. Und ein künstlicher Embryo hat dann halt irgendwann auch ein künstliches Herz und ein künstliches Hirn. Mini-Gehirne. Also ich glaube schon, dass es in die Richtung geht. Und vielleicht Verschwörungstheorie, gell? Es wird am Ende dann so gesagt, ja, Israel und China forschen da ja auch, gell? Bla bla bla. Möchte ja wissen, wie ethisch China mit solchen Sachen umgeht. Geht sowieso davon aus, dass Menschen schon geklont worden sind. Dass das alles schon passiert ist. In irgendwelchen Laboren, irgendwo unter der Erde, keine Ahnung, kannst du mir doch nicht erzählen, dass das nicht schon irgendwer probiert hat. Was, Bruder? Ja, ich denke mir da immer so ein bisschen, es hat aus meiner Wahrnehmung, und vielleicht ist einfach die Medienlandschaft so wahnsinnig schwach aufgestellt, aber aus meiner Wahrnehmung ist es so, dass man von diesen wissenschaftlichen Innovationen irgendwann einmal so runtergestiegen ist und dann einfach die Leute gesagt haben, na, das ist die beste Batterie, die wir haben, das ist die beste Form der Fortbewegung, die wir haben, das ist das beste Medizinprodukt, das wir haben. Da ist einfach nichts weitergegangen und ich denke mir halt auch so, ja, von dem wir halt wissen oder das halt auch verkauft wird oder das halt auch wie auch immer. Also es könnte natürlich schon sein, ja, dass die Wissenschaft viel weiter ist, als wir wissen. Ja. Ich stelle mich bedingungslos vor die Wissenschaft, wenn sie attackiert wird, in Frage gestellt wird und ad absurdum geführt wird. Gibt ja Gerüchte, dass Autos mit Wasser fahren können einfach. Weißt? Genau. Keine Ahnung, wird jahrelang zurückhalten. Naja, kenne ich da nicht aus. Aber ich meine, man muss nicht immer alles schwarz malen, gell? Also wenn man da jetzt wirklich probiert, die guten Sachen zu sehen, könnte man sagen, okay, pass auf, das sind nur Zellhaufen, weißt? Da ist kein Leben drin. Und die Gesundheit der Menschen wird besser werden, wenn man da vorher schon schauen kann, welche Erbkrankheiten kann man da ausschalten oder sonst irgendwas. Nur dann fällt mir immer wieder ein, mit einem gesunden Menschen verdient es kein Geld. Nach derzeitigem Stand ist das ein Ja. Ja. Also wird das wahrscheinlich nichts gescheit sein. Und ich bin immer noch der Überzeugung, dass entweder der Übermensch oder der Untermensch irgendwann gezüchtet werden wird. Was ist, wenn sie das mit Roboter verbinden? Hä? Das wäre mal geil. Einen künstlichen Zellhaufen mit Metallfiers. Naja, oder vielleicht so verschiedene Komponenten mit einer künstlichen Intelligenz als Kopf, weil man ja kein Gehirn entwickeln kann. What the hell is that? Aber vielleicht gehen wir da vielleicht einen Schritt so weit. Meine persönliche abschließende Meinung zu diesem Thema ist das, ich hasse es bis aufs Blut, wenn Menschen anfangen, in irgendeiner Form Gott zu spielen. Blasphemie! Man kann sich jetzt natürlich die große Frage stellen, ob diese Zukunftsdystopien, diese Filme, die wir aus den 80er Jahren kennen, jetzt irgendwann einmal Wirklichkeit werden. Oder ob es vielleicht doch was anderes ist. Oder es ist vielleicht doch nur Geld verdienen. Oder. Am besten ist, ihr schreibt uns in die Kommentare, was ihr glaubt, was es sein könnte. Um weitere Videos nicht zu verpassen, könnt ihr es auf jeden Fall auch abonnieren, diese wunderbare Sendung, und liken.
Ja, ich brauche da gar nichts dazu sagen, weil du hast das irgendwie schön zusammengefasst, was der Lucke ist gegen Kirchen und dagegen, dass Mensch Gott spielt. Die zwei Sachen, die finde ich schon so schön, ich brauche da gar nichts dazu sagen. In diesem Sinne, danke fürs Einschalten, danke, dass ihr dabei wart. Schaut das nächste Mal wieder ein, wenn wir uns irgendeinen Blödsinn anschauen. Danke, tschüssi. Guten Abend, die Madl. Servus, die Buben. Every sperm is sacred. Every sperm is great. If a sperm is wasted, God gets quite irate. Mini-Gehirne.